Jo, hallo zusammen. Wir sind jetzt hier auf einer unserer FFH-Wiesen, die größte, knapp 4 Hektar, drei Eigentümer. Hier stehen wir jetzt auf unserem Grund und Boden. Wir haben hier vor 6 Jahren begonnen, die alten Obstbäume mal wieder zu schneiden, nachdem jahrzehntelang eigentlich gar nichts mehr gemacht wurde. Ja, hier, der steht schon auf dem Nachbargrundstück, da ist nichts gemacht. Ich denke, das sieht man ein bisschen. Und hier, wo geschnitten ist, muss man jetzt wirklich sagen, ja, die Früchte sind gleichmäßig, sind nicht komplett überfrachtet, sind groß. Also der Ertrag nachher ist auf jeden Fall mindestens so gut wie ohne Schneiden. Haben hier auf der Fläche oder auf diesen FFH-Wiesen darf man alle 2 Jahre ein bisschen Mist fahren oder Kompost. Wir machen gar nichts, weil wir beides nicht haben. Auch keinen separierten Feststoff haben wir bis jetzt gefahren. Und das hier ist dann das Problem. Ohne Düngung kommen die Giftpflanzen. Hier die Herbstzeitlosen, die fühlen sich pudelwohl. Und wir können dann den ersten Aufwuchs im nächsten Jahr einfach nur noch in der Biogasanlage verwerten. Und das ist schade. Ja, man könnte es auch als Heu verkaufen. Würde hier viel mehr Sinn machen, so mähen wir es runter und silieren es, so wie jetzt auch den zweiten Schnitt. Ah, es ist einfach ein herrliches Fleckchen Erde hier oben, muss man sagen. Hier ist ruhig und das hier macht Spaß, dass da ein bisschen was draus geworden ist. Ja, wir können nicht alle Bäume retten, der hier wird es nicht schaffen, aber wir haben es zumindest probiert, ja, unseren kulturlandschaftspflegerischen Auftrag wahrzunehmen. Dass das FAK-Programm zwar unterstützt, ist aber bei weitem nicht irgendwelche Kosten deckt, geschweige denn das, was wir hier runterholen oder was hier runterfällt, als Obst wirtschaftlich vermarkten können. Ja. Als einfach auch durch die Steillage, ja, hier vorne geht es steil runter. Extrem mühsam ist es, Obst aufzulesen. Und ja. Bei den Preisen, die jetzt gerade gezahlt werden, 57 für einen Doppelzentner Äpfel. Ja, müsst ihr mal rechnen, was da rauskommt an Stundenlohn. Alle reden von Mindestlohn. Der Bauer bekommt es für vieles nicht, zumindest nicht für das, was wir hier machen. Aber das, ich sehe es halt als kulturlandschaftspflegerischen Auftrag. Viele sind froh, wenn die Bäume kaputt gehen und sie dann weg sind, dann werden sie nicht ersetzt, aber das muss euch als Gesellschaft auch klar sein, wenn die Bäume nachher weg sind, ist es hier einfach kahl. Dann wird gemäht. Das kann ich dann mit größerer Technik machen. Wir haben sie jetzt auch mit Großflächentechnik gemacht. Ja, aber ohne Bäume ist es halt noch einfacher. Ich muss hier drunter nicht rausmähen. Ich kann einfach durchfahren. Und das kann es aber nicht sein. Da ist einfach die Gesellschaft doch noch mehr gefordert, hier auch Geld in die Hand zu nehmen. Das gehört hier zur Kulturlandschaft dazu, die Streuobstwiesen. Ja. Hinten seht ihr unseren Hof. Biogasanlage mit unserem Highlight, unserem Kunstwerk mit dem bemalten Behälter. Ja, das ist auch von hier oben. Ich versuche es mal kurz zu zoomen. Ja, das hier ganz kurz. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao.